herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space Teil 3. Boah, ich bin so froh, dieses Drecksvieh hier. Wir haben es endlich getötet und wir konnten es gar nicht zerballern. Also wir konnten es nur mit dem Teil machen. Ich habe das nicht kapiert mit der Harpunensteuerung, dass wir das hier machen müssen. Und rennen die ganze Zeit um diesen blöden Fels herum. Wieso hat mir denn keiner gesagt, dass das Unsterblichkeit ist? Also im Video davor, das ist nämlich nur, oder was heißt das Video davor, in dem Kampf davor, Runde 2 gegen das Mistvieh, hat er dann noch gesagt, dieses blöde Vieh haut die ganze Zeit ab, bevor ich es umbringen kann. Also es flieht halt, ne, weil es Angst hat. Darum dachte ich, ich kann es zerstören. Aber das ist wohl nicht der Fall. So, wie komme ich da hoch? Muss ich da oben irgendwas machen? Ne, ich muss da einfach nur hochklettern jetzt, ne? Ab in die nächste Etage. Bergsteigen. Alles ist gut. Du bist ein guter Mensch, Isaac. Du hast getan, was du konntest. Habe ich nicht. Ich habe aufgegeben, Ellie. Es tut mir so leid. Hier muss es sein. Und küsst dich schon endlich. Aber wie zum Geier sollen wir diese Rosetta finden? Sie muss da oben irgendwo ein Labor haben. Wir sollten nach einem Büro suchen, nach Akten, irgendwas mit ihrem Namen darauf. Damit kommen wir zum Eingang. Los. Okidoki. Rosetta Film. Kapitel 14. Alles hat seinen Platz. Forschungsgelände. Wie viel Kapitel 19 hatte ich, glaube ich, gesagt, ne? Müssen wir jetzt gleich nochmal schauen. Und wieder getrennt, Scheiße. War ja klar. Alles in Ordnung? Ja, alles okay. Fahr ruhig schon vor. Da ist ein Weg am Boden. Ich schicke ihn dir auf deine Rig. Wir treffen uns an der Einrichtung. Okidoki. Einrichtung finden. Hier entlang. Shortcuts, this way. Unsichtbare Wände, okay. Hey, wo fliegst du denn? Das ist echt krass, was die aushalten. Echt krass, was die aushalten. Es ist wirklich die Frage, ob ich jetzt nicht weiter mit dem Plasma-Cutter wieder machen soll, weil der mehr Schaden macht. Schießt schön schnell, macht Schaden. Hey, Moment mal. Gibt's hier unten noch was? Wir müssen natürlich nach oben. Schauen wir mal.
Aha. Nee, leider nicht. Das wird gerade gestartet. PA-29 heißt dieser Gebäudekomplex. Da können wir nicht rein. Nee, da können wir noch nicht rein. Verriegelt. Sehr wahrscheinlich müssen wir hier später wieder hin. Guckt euch mal den Mond an. Total zerrissen im Planeten. Wahrscheinlich von irgendwelchen Asteroiden getroffen. Megameteorit. Okay, der Gegner ist nicht mehr zu sehen, der hier gerade war. Achtung, sieht aus, als hätte Danik Zeit zum Sammeln gehabt. Verdammt! Wie sollen wir Rosetta finden, wenn sie seit 200 Jahren tot ist? Moment. Da. Rosetta-Labor. Es ist hier. Perfekt. Schick mir die Koordinaten. Und hoffen wir, dass wir diesen Kodex bauen können, bevor Danik uns findet. Viecher wieder. Biologie-Sektor. Ach, die lassen schon wieder ein paar mutieren. Fällt mir gar nicht. Danach. Das ist jetzt die Frage, was ist besser da? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall macht der gut Schaden, die Knarre. Auf die 500 Energiewand da. Nein, ein Punkt, das ist halt übel. Ja, hier die kleinen, was soll ich damit? Gib mir lieber mal ein paar davon. Und ja, Stasis in Ordnung. Nehmen Sie aber nochmal ein Pack Muni mit. Wie gesagt, zwei und ein halbes wegstecken. Anzugstation und wir können es nicht upgraden wegen einem Energiewandler. Oh, Legionärsanzug freigeschaltet. Ja, bitte mal wechseln. Dieser ausrangierte massive Panzerung wurde im 23. Jahrhundert von SCAF-Soldaten getragen und ist bei Sammlern wie Historikern heiß begehrt. Ja, zieh dir mal an. Neuer Anzug. Ich hoffe, der hält die Kälte aus. Also ich glaube, da geht's rein um das Optische.
I am the man. Okay. Also wie gesagt, hier sind wir komplett upgegradet jetzt. Wieso können wir das nochmal upgraden? Hä? Die sind doch komplett upgegradet, oder? Bin ich jetzt total mischur? Ja, die sind alle upgegradet. Wieso kann ich nochmal da drauf upgraden? Also wenn ich jetzt nochmal hier drauf... Das ist seltsam. Ja. Total strange. Okay, wir gehen jetzt nochmal hier rein. Ich will jetzt wissen, was passiert, wenn ich hier drauf drehe. Ah, du besitzt es bereits. Warum wird es mir dann noch angezeigt? Das ist mich doof gemacht. Alles upgegradet da. Da fehlen uns unten die zwei Nachlader. Ja, Chinese. Hm. Benutzen wir sowieso nicht. Falls wir es doch mal brauchen, wegen der Reichweite für irgendwo dran zu kommen, können wir das ja mal hoch machen. Altmetall. Ja. Haben wir viel zu viel. Oh, Energiewandler. Nee, die wollen wir dann doch lieber fürs Nachladen haben, oder? Vielleicht gibt es ja irgendwas Feines, wenn wir das komplett upgraden. So, der will in die andere Richtung. Was ist das hier? Ah, wir brauchen wieder eine Karte. Hübsch ist es hier aber. Gefällt mir auch mit dem Nebel und so. Sehr schön. Fehlt uns auch die Karte. Keiner drin. Was steht da? Science Division. Kontamination wird eingeleitet. Bitte stillhalten. Das ist also Rosettas Labor. Oh, endlich. Halt, und das ist die Montagestation. Laut der Steuerung. Wir sollen einen Codex zusammensetzen. Klingt logisch. Nein. Laut Aufzeichnungen sind wir hier, um Rosetta zusammenzusetzen. Haben Sie in Stücke geschnitten? Oh mein Gott. Was für ein Scheißtag. Die haben Sie zerschnitten? Warum? Keine Ahnung. Aber es sind schon ein paar Stücke in der Montageeinheit. Ich glaube, da vorne ist noch eins. Wo soll ich hin? Hier müsste ein Behältnis sein, das mit dem Katalogsystem des Labors verbunden ist. Ja, da drüben. Okay, mal sehen, ob ich es reinbekomme. Drin. Super. Okay, mal sehen, ob ich das zur Montagestation schicken kann. Moment. Ja, da fehlen immer noch ein paar Stücke. So, laut Unterlagen gibt es noch vier weitere Stücke. Diese wurden von Dr. Serrano aus der Liste ausgetragen. Die Einrichtung hat drei Gebäude. Wenn es noch weitere Stücke gibt, sind sie in einem davon. Oder in allen. Wie ich es mitbekommen habe, waren die meisten Türen versperrt.
Tja, dann ist heute dein Glückstag. Sieh mal, was ich gefunden habe. Ein Sicherheitspass. Willst du es probieren? Warum nicht? Super, danke. Finde alles darüber heraus, wie man durch das Zusammensetzen von Rosetta einen Kodex herstellt. Ich sehe mich in den Laboren um und sammle den Rest von Rosetta ein. Dekontamination wird eingeleitet. Bitte stillhalten. Offensichtlich hat diese Einrichtung drei Hauptgebäude. Das, in dem wir jetzt sind, ist Biologie. Dann gibt's noch eins für Paläontologie und eins für geologische Studien. Welches soll ich mir zuerst ansehen? Egal. Sei nur vorsichtig. Warum? Meinst du, da draußen könnte mich was fressen wollen? Das ist nicht witzig. Ich weiß. Isaac, Ende. Okay. Geologie geht da lang. Biologie sind wir gerade. Das ist das Lager, da gibt's noch keinen Zutritt. Gehen wir mal Biologie uns anschauen. Ah, die haben wir länger nicht mehr gesehen. Oh, ist da einer von den Großen dabei? Ah, das da sieht nach einem Großen aus, oder? Ich höre es, ich sehe es aber noch nicht. Wo? Der da. Ja, hier sind überall eklige Wucherungen, die auch einen Teil der Durchgänge blockieren. Sind sie organisch? Hier steht nämlich, dass es ein Sterilisationssystem gibt, das bei einer Isolierungsstörung organisches Material zerstören kann. Ich seh's mir mal an. Selber gut gesteckt. Zur Seite. Gas wird freigesetzt. Fehler, Gaspumpe offline. Textlock haben wir gefunden. Okay. Im Fall einer fehlgeschlagenen Isolierung muss Sterilisationsgas von der nächstgelegenen Sterilisationskabine verabreicht werden. Diese luftdichten Kammern schützen sie vor dem extrem ätzenden Sterilisationsgas. Sämtliches ungeschütztes biologisches Gewebe im getroffenen Bereich wird zersetzt. Es ist wichtig, dass die Mischungsstation für das Sterilisationsgas permanent gewartet wird. Ihre Sicherheit und die Sicherheit aller hängt davon ab. Okay. Kämpfen so? Schießen die jetzt auf mich? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Ich muss sie erstmal alle töten. Machen wir am besten mit dem hier. Das bringt. Aufzug deaktiviert.
Wieso kann ich noch weiter was machen? Reicht das nicht aus? Aufzug online. Wieder zurück, vermute ich. Alle Waffen mal wieder hochladen. Also das werden wir eher gegen Schwächere wieder nutzen, die anderen. Achso, wir sollten die mal wieder losschicken, habe ich ganz vergessen. Einmal. Ventilationsteil, ja, da. Ja, Mann. So geht das. Zwei Schuss einfach und weg ist er. Hervorragend. So, dann setzt du noch jetzt was. Sterilisationssequenz wird eingeleitet. Jetzt können wir auch weiter hier rein. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Bis demnächst, euer Chojin.